So, hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Tag des Jandriver-Tests. Denn wir haben heute einige weitere Tests für dich vorgesehen. Lass mich wissen, wenn du für das heutige Programm bereit bist. Dann geht es hinaus auf die Strecke. Gut, also wir sind jetzt am zweiten Tag. Das Testprogramm seht ihr hier eingeblendet. Des Jandriver-Tests bei Red Bull Racing. Und wollen wir nicht lange fackeln, machen wir direkt den KERS und der Systemcheck. Das Auto ist fertig, los geht's. Okay, ich möchte, dass du zunächst ein paar schnelle Systemchecks für KERS und DRS durchführst. Kannst du bitte die KERS-Taste gedrückt halten? Ausgezeichnet. Versuch jetzt, DRS zu aktivieren. Drück einmal, um den Flügel zu öffnen, und ein zweites Mal, um ihn zu schließen. Du kannst auch die Bremse betätigen, um ihn zu schließen. Okay, vor dir ist ein Auto, das anscheinend Rennstart übt. Ich möchte, dass du sowohl KERS als auch DRS einsetzt, um dieses Auto zu überholen, bevor du die Ziellinie erreichst. Und verursache auf keinen Fall einen Unfall. Viel Glück! So, dann auf geht's mit KERS und voller DRS. Nein, mit voller KERS und DRS-Beschleunigung. Auf die Schikane zu und über die Ziellinie. Sehr gut, damit hätten wir diesen Test auch schon bestanden. Und jetzt haben wir noch einen KERS und DRS Performance Test. Okay, du hast drei Autos vor dir. Nutze KERS und DRS, um die Ziellinie nach der Schikane vor allen anderen zu erreichen. Aber riskier keine Berührungen. Wir möchten unfallfreie Überholvorgänge sehen. Okay, also unfallfreie Überholvorgänge. Meine Spezialität. Auf geht's. Den Ferrari haben wir. Der Caterham ist auch kein Problem. Und der McLaren. Auch, jetzt müssen wir nur gucken. Ich hoffe, das war der richtige Bremspunkt. War ein bisschen früh. Jawohl, so geht's nicht. Und den Test dürfen wir, glaube ich, nochmal wiederholen. Denn das wird wohl nichts mehr nach diesem Rausbeschleunigungsfehler da von mir. Okay, gibt eine Bronzemedaille, aber ihr und ich, wir wissen beide, dass wir mit Bronze nicht zufrieden sein können. Nicht, nachdem wir sie eigentlich schon vor der ersten Kurve geholt hatten. Nutze KERS und DRS, um die Ziellinie nach der Schikane vor allen anderen zu erreichen. Aber riskier keine Berührungen. Wir möchten unfallfreie Überholvorgänge sehen. So, Versuch Nummer 2. Caterham, check. McLaren, check. Bremspunkt, check. Und jetzt ordentlich rausbeschleunigen. Und dann sollte es doch auch die Goldmedaille geben können. Es sah doch schon im zweiten Anlauf viel besser aus als im ersten. Und wir bleiben so ein bisschen dabei, dass wir ein Negativ- und ein Positivbeispiel liefern. Gut, haben wir den Test auch bestanden. Wieder mit Goldmedaille, so muss das sein. Und jetzt ein Video, das gerade ich mir doch besonders zu Herzen nehmen muss, zur schonenden Reifennutzung. Viel Spaß damit. Während eines Rennwochenendes sind 4 Reifentypen verfügbar. Eine härtere und eine weichere Mischung, Intermediates und Regenreifen. Die härteren Reifen halten am längsten, haben aber weniger Grip als die weichen. Die weichen Reifen sind durch den stärkeren Grip dagegen schneller abgefahren. Intermediates sind optimal, wenn die Strecke feucht ist. Regenreifen sollten nur bei heftigen Regenfällen zum Einsatz kommen. Die besten Fahrer achten darauf, dass sie ihre Reifen nicht zu schnell abnutzen.
Dadurch können Sie im Rennen zwischen verschiedenen Strategien wählen und länger auf Reifen mit mehr Grip fahren. Zu starke Abnutzung vermeidest du am besten, indem du behutsam mit Gas, Bremse und Lenkrad umgehst und verhinderst, dass das Auto aus Kurven rutscht oder dass die Räder durchdrehen. Dadurch wird die Haltbarkeit von Reifen stark reduziert. Ja, damit hätten wir auch das. Und jetzt haben wir einen Nässe-Test vor uns. Wir sind bereit. Auf geht's! Pirelli hat einige Tests mit Regenreifen durchgeführt. Sie haben die Strecke unter Wasser gesetzt. Du kannst jetzt also den Unterschied zwischen einer nassen und trockenen Strecke kennenlernen. Ich möchte, dass du durch den letzten Rundensektor fährst und alle Scheitelpunkte triffst. Der Bremsweg ist auf der nassen Strecke länger und die Räder verlieren früher die Traktion. Sei also vorsichtig, wenn du aus einer Kurve herausfährst. Okay. So, mal schauen, wie wir im Nassen zurechtkommen. Uffaja. Okay, die Lenkung ist also schon mal ganz anders. Das werden wir auch noch ein zweites Mal machen müssen, mindestens. So. Und jetzt noch die letzte Rechtskurve hier in Abu Dhabi. Gerade noch mal so abgefangen. Ja, wird erledigt, Chef. Tests mit Regenreifen durchgeführt. Sie haben die Strecke unter Wasser gesetzt. Du kannst jetzt also den Unterschied zwischen einer nassen und trockenen Strecke kennenlernen. Ich möchte, dass du durch den letzten Rundensektor fährst und alle Scheitelpunkte triffst. Der Bremsweg ist auf der nassen Strecke länger und die Räder verlieren früher die Traktion. Sei also vorsichtig, wenn du aus einer Kurve herausfährst. Und gleich nochmal. Wir müssen ja alle Scheitelpunkte treffen. Mit Regenreifen durchgeführt. Sie haben die Strecke unter Wasser gesetzt. Du kannst jetzt also den Unterschied zwischen einer nassen und trockenen Strecke kennenlernen. Ich möchte, dass du durch den letzten... Motor. Okay. So war das jetzt eigentlich nicht geplant. Ich wollte eigentlich bloß neu starten. Mann, oh Mann. Und wir nehmen uns ja der letzte Anfänger gerade. Sie haben die Strecke unter Wasser gesetzt. Du kannst jetzt also den Unterschied zwischen einer nassen und trockenen Strecke kennenlernen. Ich möchte, dass du durch den letzten Rundensektor fährst und alle Scheitelpunkte triffst. Der Bremsweg ist auf der nassen Strecke länger und die Räder verlieren früher die Traktion. Sei also vorsichtig, wenn du aus einer Kurve herausfährst. Ja, das ist gar nicht so einfach mit einem Pad, das muss man mal dazu sagen, fairerweise. Und auch das Abschießen, also es fährt sich ganz anders als der Vorgänger im Regen. Zumindest fühlt sich das für mich mit meinem Pädchen so an. Ja, das hat er noch gewertet. So, dann fahren wir hier mal ganz langsam durch und hier auch, damit wir auch die Scheitelpunkte sicher treffen. Hier rechtzeitig bremsen. Ach, verdammt. Also, wenn man das versucht, so schnell wie möglich zu machen, ist das schwierig. Ich versuche es jetzt, glaube ich, einfach mal langsam. Sie haben die Strecke unter Wasser gesetzt. Du kannst jetzt also den Unterschied zwischen einer nassen und trockenen Strecke kennenlernen. Ich möchte, dass du durch den letzten Rundensektor fährst und alle Scheitelpunkte trägst. Der Bremsweg ist auf der nassen Strecke länger und die Räder verlieren früher die Traktion. Sei also vorsichtig, wenn du aus einer Kurve herausfährst. So, also wir machen das Ganze jetzt mal ganz langsam und das war noch nicht langsam genug. Ich bin immer noch zu aggressiv. Sie hat einige Tests mit Regenreifen durchgeführt. Sie haben die Strecke unter Wasser gesetzt. Du kannst jetzt also den Unterschied zwischen einer nassen und trockenen Strecke kennenlernen. Ich möchte, dass du durch den letzten Rundensektor fährst und alle Scheitelpunkte trägst. Der
Bremsweg ist auf der nassen Strecke länger und die Räder verlieren früher die Traktion. Sei also vorsichtig, wenn du aus einer Kurve herausfährst. Ja, vor allen Dingen auch in einen hinein, denn wie gesagt, die Lenkung ist schon eine ganz andere und nicht mehr so gut wie auf einer trockenen Strecke. Deswegen tue ich mich hier auch gerade extrem schwer. Aber jetzt sollte es doch geklappt haben. Gucken wir mal, was für eine Medaille das ist. Ach, es gibt gar keine Medaille. Haha, noch besser. Okay, gut. Dann haben wir es jetzt nach dem 23,5. Versuch endlich richtig bestanden. Das war natürlich nicht so klasse. Und jetzt kommt the Grand Final. Jetzt kommt der Auswertungstest. Jetzt kommt der Test, der entscheidet, ob wir genügend gelernt haben oder nicht. Okay, ein paar großartige Tage liegen hinter uns. Jetzt möchte ich, dass du noch den Rennstart und die erste Runde übst. Wenn die roten Lampen ausgehen, gib Gas und nutz alle Techniken, die du bisher gelernt hast. Wir stoppen deine Zeit, gib also dein Bestes. Der Motor ist auf maximale Leistung eingestellt. Viel Spaß. Vielen Dank und los geht's in eine komplette Runde über den Abu Dhabi International Circuit. Auf geht's. Die Schikane, die wir aus dem ersten Testtag schon kennen. Und dann in die Uaha-Nadelkurve. Mal schauen, ob wir noch eine ordentliche Zeit hinkriegen nach dem kleinen Quersteher, den wir da hatten. Und jetzt hier rechtzeitig bremsen. Wieder auf die lange Gerade. Eine Minute ist jetzt rum. Da sind wir etwas spät dran. Aber gerade noch so zwischen den weißen Linien. Und hier sind wir definitiv zu spät. Werden wir auch automatisch runtergebremst vom System. Da blockiert der Reifen. Also mit viel Können hat das ja noch nichts zu tun. Da ist noch die ein oder andere Minute Übung auf jeden Fall zu tun. Wie man hier sieht. Aber wie gesagt, ich habe es auch nur mal ganz kurz angetestet. Geguckt, ob die Aufnahme funktioniert und dann gleich losgelegt. Und ich glaube, das ist keine Goldmedaille, sondern nur eine Silbermedaille und damit heißt das nochmal eine Runde fahren. Zweiter Versuch. Ah, der Pinnippelmann muss da mal meine Pinnippel wieder ausstellen. Und jetzt schnell raus beschleunigen hier auf die ganz lange Gerade in Abu Dhabi. Und dann schauen wir mal, was wir hier noch rausholen können. Der Quersteher auch hier wieder, aber nicht so schlimm wie beim letzten Mal. So, hier müssten wir eher bremsen. Das sieht auch schon wesentlich besser aus. Und die Kurve auch schon.
blockierenden Reifen. Das ist super in der Kurve. Also ich kann mich ja doch steigern. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir auch schneller sind dadurch. ...49,1 ist immerhin eine Goldmedaillenzeit. Da geht zwar noch was, aber wir haben es erstmal geschafft und wir haben den Young Drivers Test komplett abgeschlossen. 18 von 18 gewonnenen Abzeichen und 2 Goldmedaillen. Und jetzt geht's zurück ins Hauptmenü. Nach dieser kleinen Party. So, ein neuer Helm wurde freigeschaltet und jetzt können wir uns generell mal einen Helm aussuchen. Mal schauen, was denn... Ach, das sieht nach den alten F1 2011 Helmen aus. Ja, machen wir das wie im 2011er. Wenn ihr also einen Helmwunsch habt, dann lasst es mich wissen. Dann werde ich vielleicht mit diesem Helm fahren. Und ansonsten schaue ich jetzt mal kurz durch und entscheide mich jetzt erstmal übergangsweise auf jeden Fall für einen Helm. Es sind definitiv mehr Helmdesigns, also 44 Helmdesigns hier zur Auswahl. Das ist eine ordentliche Menge und eine ordentliche Steigerung. So, wo ist denn der mir jetzt auf den ersten Blick eben gefallen hat? Der hier, den werden wir jetzt übergangsweise auf jeden Fall mal nehmen. Und ja, dann machen wir nicht die Season Challenge, sondern fahren die Karriere. Und haben jetzt zur Auswahl Marussia, HRT, Caterham, die Scuderia Toro Rosso, Force India und Williams. Und wie gesagt, wir... Achso, man kriegt ja sogar gleich Ziele. 12. 10. 16. 20. 20. Okay, Dame hat sich viel vorgenommen. Gut, ich würde trotzdem, glaube ich, bei Toro Rosso beginnen, auch wenn wir mit Williams wahrscheinlich bessere Chancen hätten. Fangen wir mal nicht ganz oben an und auch nicht ganz unten, sondern in der goldenen Mitte bei der Scuderia Toro Rosso. Karrierezentrale. In diesem Bildschirm kannst du deine Karriere verwalten und Informationen zur Saison anzeigen. Sehen wir uns ein wenig um. Dies ist das Menü der Zentrale. Wenn du durch das Menü navigierst, wird der Bildschirm automatisch aktualisiert. Wenn eine Option besondere Beachtung erfordert, wird sie mit einem Symbol gekennzeichnet. Oben im Bildschirm findest du den Rennkalender. Dir wird auffallen, dass einige Rennen mit Symbolen gekennzeichnet sind. Diese weisen darauf hin, dass an diesem Wochenende etwas Besonderes passiert. Du kannst über den Kalender eine Kursübersicht zu einer Strecke aufrufen, die weitere Informationen enthält. Das E-Mail-System versorgt dich während der ganzen Saison mit wichtigen Informationen. Du solltest es also unbedingt regelmäßig aufrufen. Das sind die wichtigsten Funktionen der Karrierezentrale. Sieh dich hier unbedingt um, bevor du auf die Strecke hinausfährst. Gut. Sehen wir den hier. Willkommen bei einer Runde im Orbit Park in Melbourne. Die letzte Kurve vor Beginn der Runde. Gut, die Runde schauen wir uns dann mal anders an. E-Mails. Franz Toast, willkommen bei Toro Rosso. Ich wollte dich nur bei Toro Rosso begrüßen, alles Gute wünschen. Platz 14 sollten wir also erreichen. Renndaten. Robert Petersen, ich bin zu Hause im Werk für die Computerdaten. Okay, also der macht die Daten für uns. Helena macht wie im 2011er auch schon
für uns alles drumherum. Als Managerin Marc Bender ist unser Renningenieur. Und da hat er auch Informationen für uns. Quali 14, Rennen 11 ist das Ziel und schönes Wetter erwartet uns im ersten Saisonrennen im Albert Park in der Saison 2012. Ja, in der Zentrale. Achso, nein, loslegen wollte ich jetzt eigentlich noch nicht. Gut, aber mal schauen, da kommen wir bestimmt nochmal zurück. Ich wollte noch gar nicht weitermachen. Ach ja, ein Video voller Fails. So, das ist sehr gut. Dann haben wir noch gar nicht die Einstellungen gecheckt. Hallo, herzlich willkommen in der Garage. Ich führe dich ein wenig herum. Auf dem Bordmonitor findest du wichtige Informationen zum Rennwochenende. Es gibt hier viele interessante Daten, die du dir später näher ansehen solltest. Wenn du auf die Strecke rausfahren, Sessions überspringen oder die Ziele für die Session erfahren möchtest, musst du nur Bescheid sagen. Gut, eigentlich wollte ich zurück zum Menü, denn hier wollten wir noch gar nicht hin. Aber da habt ihr auch mal kurz schon mal gesehen, wie das aussieht. So, zurück zur Karriere. Die News, dann haben wir hier noch die Möglichkeit, in das Klassement zu gucken. Diese Saison, was sehr schön ist, hier mit den Autos auf der rechten Seite. Und Einstellungen, so Renneinstellungen. Also langes Wochenende mit kompletten Qualifying und Renndistanz. Ich denke 25% ist da eine gute Wahl, alles andere wäre wahrscheinlich einfach zu lang. Und die Schwierigkeitsgrad, keine Fahrhilfen außer das Getriebe. Und Schaden vollständig, Regeln, Flaggen realistisch und der KI-Schwierigkeitsgrad auf Legende. So, da wisst ihr also Bescheid, was euch erwartet. Was mich jetzt noch mal kurz interessiert, man kann durch den Kalender blättern. Willkommen bei einer Runde in Shanghai. Ah, da sieht man also schon, dass ein Aerodynamiktest kommt. Okay, eine Runde in Monaco. Nirgendwo sonst in der... Aha. Hier kommt... Will... Hier... Mhm. Wenn du auch... Interessant, also es gibt eine Menge Saison-Highlights und verschiedene Aerodynamiktests, die also im Laufe der Saison verfügbar werden. Willkommen. Gut, dann freut euch erstmal in der nächsten Folge dann auf das erste Rennen der Karriere im Toro Rosso, wo wir uns dann das erste Mal gegen Daniel Ricciardo beweisen müssen, sollten, können, der ja momentan der erste Fahrer ist und wir nur der zweite Fahrer. Aber das wollen wir ja mit Sicherheit im Laufe der Saison versuchen, möglichst zu ändern. Wir werden sehen, was wir erreichen können im Toro Rosso. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao!